So, my name is Buddha Sevaka, as I say, Ich from heiße, wie Manchester. gesagt, Mudha I'm a Brahmana, Sevaka, Father bin Shri, aus Dharma Manchester. practitioner and MSer, which means a Ich person bin who ein has serious Dharma-Übender und ich vascular habe access. MS. So actually I found the Dharma invaluable Ich habe in den helping Dharma me, you know, deal with unglaublich this kostbar and also gefunden, um developed mit a dieser series of Krankheit meditations umzugehen und auch die to help me Übung von kind of Meditation, relax and come um into zu lernen, coming mehr to zu entspannen groundedness with the earth, because I'm more sort und mich mit der Erde zu of verbinden. spasming and crazy things like Denn that. ich So, habe Sachen wie yeah, Krämpfe so und nice to merkwürdige see you all Erscheinungen. here. Bhekshpriya, I wonder whether you Schön, euch could hier zu sehen. spotlight the person I'm talking about. Could you Upekshapriya, kannst du bitte die Person, über die ich spreche, Manuel spotlighten, also groß machen? Hornisch, sorry. So he works as a teacher in a primary school in Das ist Berlin. Manuel aus Also Berlin. part-time working for the Er German arbeitet als Teachers Lehrer Union. So this und is the er shortened ist version auch of the spiel that Manuel gave me, but it's because we have a er ist der Begründer der full council Trihatna Earth supply Gruppe in closing. Berlin. So I'll just continue. So he became a mitra in 2021. Er wurde So in April of this year, 2021 Mitra. He started engaging with the exiled Buddhists in Berlin. Und in Who are leading April hat er mitgemacht bei einer Aktion der Extinction Rebellion Buddhisten in Berlin und das führte zur Gründung des Trihatna Earth Sanghas in Berlin. Das ist Manuel aus Berlin. Dann haben wir Lou aus Sheffield. Sie bereitet sich mit dem Sheffield Sangha in dem Kontext auf Ordination vor. Sie ist Teil der Gruppe, eine Gruppe, die sich nennt die Arbeit, die wieder verbindet. Das ist ein Ansatz entwickelt von Joanna Macy. Sie hat zwei Kinder, lebt außerhalb der Stadt und führt ein kleines Café. Und sie baut Blumen an und verkauft die. Und ist auch sonst in verschiedenen Aktivitäten ihrer Gemeinde involviert. Dann haben wir Akasha Raja, der 2001 ordiniert wurde. Er hat eine Partnerin, zwei Kinder, hat viele Aktionen mit den XR-Buddhisten organisiert und mitgemacht. Und er ist auch einer der Mitbegründer des Trihatna Earth Sangha. Professionell ist er Übersetzer aus dem Deutschen ins Englische. Die nächste Person ist Helen Clark. Sie ist eine Mitra im Newcastle Sangha in England seit 10 Jahren. Sie hat ihr ganzes Berufsleben lang für den NHS, also den Nationalen Gesundheitsdienst, gearbeitet, aber ist jetzt verrentet. Sie arbeitet in ihrem Biogarten und engagiert sich, indem sie Klimawandel-Workshops anbietet. Und wir fünf werden am Anfang uns ein bisschen unterhalten und danach werden wir in Gruppen gehen, also in Breakout-Gruppen. Noch einmal zur Erinnerung, wenn du in einer deutschsprachigen Gruppe sein willst, ändere bitte deinen Namen und schreib am Anfang Deutsch in deinem Namen, sodass der Tech-Host dich dann auch in die richtige Gruppe tun kann. Wir haben drei Fragen, mit denen wir uns befassen möchten. Wir werden sie jetzt in den Chat tun. Vielleicht kann Tina sie freundlicherweise sogar übersetzen. Ich selbst bin übrigens der Organisator der lokalen Koordinatoren der Trihatna Earth Gruppen in den verschiedenen Sanghas. Und ich koordiniere die Koordinatoren, also die Koordinatorengruppe. Done it.
Das sind die drei Fragen, über die wir heute uns austauschen wollen. Wie gehst du ganz individuell als Einzelperson mit der Klimakrise um? Und zweitens, wie sollen wir als Orden und als Triratna-Bewegung damit umgehen? Und drittens, was sollte als nächstes in der Welt geschehen? Also diese Session ist kein Vortrag, sondern wir sitzen nicht hier und erzählen euch was, sondern wir unterhalten uns untereinander und danach habt ihr die Gelegenheit, euch auszutauschen in kleinen Gruppen. Also fangen wir jetzt mal an mit meinen KollegInnen hier, dass wir uns diese drei Fragen genauer anschauen. In dem Chat wird gerade der Wunsch auch geäußert, dass es eine spanischsprachige Gruppe geben möchte. Dann schreibt, genau, es wird gerade organisiert, wie dann die Spanisch Sprechenden in ihre Gruppe finden. Das muss ich nicht übersetzen. Ich frage mich, ob stille Schlichtheit und Genügsamkeit, der dritte unserer ethischen Vorsätze, ob das ein Einstiegspunkt sein kann für uns. Es wird demnächst Weihnachten sein, die Läden sind voll mit Plastikkram, unnützem Zeug, die vielleicht eine kleine Weile benutzt werden und dann weggeschmissen werden. Und ich finde es schockierend zu sehen und zu verstehen, dass jedes Stück Plastik seit Anfang des letzten Jahrhunderts, was seitdem produziert wurde, immer noch da ist. Überall ist Plastik. Das ist nur eine der Reflexionen, die ich heute Morgen hatte. Ich leite morgens für mein buddhistisches Zentrum online eine Meditationsgruppe. Und ich habe ein Zitat von Albert Einstein genannt. Und das geht in diesem Zitat darum, dass es gut wichtig ist, froh zu sein, zufrieden zu sein mit dem, was wir haben. Er sagte in den 1940er Jahren Folgendes, Albert Einstein: Jeder intelligente Mensch kann Sachen komplizierter und gewalttätiger machen. Es braucht viel Mut, um das Gegenteil zu tun. Was denkt ihr über stille Schlichtheit und Genügsamkeit in unserer Gruppe? Vielleicht können wir, wie können wir das tun, Abfall reduzieren, Umweltverschmutzung reduzieren? Wie können wir das individuell an so etwas rangehen? So wie ich damit umgehe als Einzelperson, ich habe angefangen, auf einiges zu verzichten. Ich habe kein Auto mehr. Ich habe meinen Job an den Nagel gehängt, der sehr wenig Raum gab für stille Schlichtheit und Genügsamkeit. Und ich glaube, das hat einen großen Unterschied gemacht. Es hat mir viel mehr Zeit gegeben, um gute Sachen im buddhistischen Zentrum zu machen. Wie schon vorhin erwähnt, gebe ich Workshops mit Kema Suri über diese Arbeit, die wieder verbindet. Kema Suri hat uns da viel Zeit geschenkt und rein investiert.
Und ich habe gemerkt, ich wollte Lösungen haben und ich wollte schnelle Lösungen haben. Und seit Mai, seit wir gemeinsam diese Workshops anbieten, habe ich von ihr gelernt, dass es nicht um Lösungen geht. Ich habe 25 Jahre als Rechtsanwältin gearbeitet. Da ging es immer darum, Lösungen zu finden. Und ich bin immer noch nicht ganz überzeugt, dass es gar nicht um Lösungen geht. Aber ich bemühe mich selbst, ein Leben zu führen, was mit Genügsamkeit, mit Zufriedenheit zu tun hat. Eine der Übersetzungen für das Wort Adhisthana ist sowas wie Grace Waves, das ist schwer zu übersetzen. Segen, Wellen von Segen. Und manchmal habe ich das Gefühl, das Beste, was ich tun kann, das Allerbeste ist zu meditieren und Brahmaviharas kultivieren und diese Segenswellen in die Welt zu entsenden von Großzügigkeit, von Liebe, die um die Welt herum sich ausbreiten. Wir können sie nicht sehen, wir können sie nicht anfassen, aber ich glaube, dass sie ausstrahlen und dass meine Praxis dazu beitragen, dass Positives um die Welt geht und dass weniger Schlimmes in der Welt passiert. Etwas anderes, was ich gelernt habe aus diesen Workshops, ist etwas, was auch das sind die Ökosattva-Gelübde, die findet man auch bei den Ex-A-Buddhisten. Und eines dieser Gelübde ist, einfacher zu leben. Und ich glaube, dass das einen wichtigen Beitrag gibt. Ich glaube, dass es nicht möglich ist, zu leben, ohne irgendwelchen Schaden in der Erde anzurichten. Aber sicherlich können wir auch Dinge tun, um diesen Schaden dann wieder zu beheben, zu reparieren. Das heißt, dass wir unseren Schaden begrenzen, Dinge wie Bäume pflanzen. Natürlich, wenn wir zu Elektroautos wechseln, wenn wir recyceln, wenn wir ethisch leben, ethische Banken verwenden und so weiter. All das sind sowas wie Begrenzungen des Schadens, den wir anrichten. Aber wir können auch etwas Positives ausrichten, also nicht nur den Schaden begrenzen, sondern Positives aussenden. Ich habe dazu Gedanken. Ich glaube, eine der Risiken, die wir laufen als BuddhistInnen, ist, dass wir Quietist sind. Ich weiß, was ich damit meine, ist, dass wir uns zurückziehen aus der Welt, weil wir denken, alles ist unbeständig, alle werden sowieso sterben, dass wir uns also zurückziehen. Ich stimme dir zu, dass ein gewisser innere Stille, dass das wichtig ist, aber wir können zugleich auch ganz aktiv in der Welt handeln über stille Schlichtheit und Genügsamkeit hinaus. Und ich denke an Aktionen, die ich gemacht habe mit den XR Extinction Rebellion BuddhistInnen. Protestformen. Manche von uns haben sich einfach demonstrativ hingesetzt. Wir waren demonstrativ still. Und ich glaube, still zu sitzen, meditativ zu sitzen, verbunden, verwurzelt in der Erde, das ist eine starke Botschaft. Eine Botschaft, dass es eine andere Art zu leben gibt, eine bessere Art zu leben, ein ganz anderes Paradigma. Und ich glaube, dieses Modell können wir in die Welt hineintragen. Und eine Sache, die wir entwickelt haben, ist das, was wir auf Englisch The Big Sit nennen, das große Sitzen. Es ist so eine Art antikonsumistisches, ein Protest gegen übermäßigen Konsum, in dem wir meditierend auf den Straßen sitzen.
Und es ist nicht nur ein Prozess, sondern wir sagen damit, hier ist eine Alternative. Hier ist eine Alternative, die wir bieten können, wie man leben kann. Ich glaube, das ist eine starke Botschaft, die man aussenden kann, auch als Individuen und als Gemeinschaften, wenn wir das zusammen machen. Ja, der Big Sit, das große Sitzen, ist etwas, worin ich sehr, wo ich großes Interesse dran habe. Seit einem Jahr machen wir das auch in Manchester. Jeden zweiten Samstag im Monat in Manchester. Gerade erst letztes Wochenende haben wir das getan. Wir waren in der Einkaufsstraße und haben uns einfach hingesetzt und haben meditiert und hatten ein QR, Extinction Rebellion, Logo auf unserer Brust. Und da waren Flyer, sodass Leute unsere Webseite, unsere E-Mail hatten. Und so viele Leute sind stehen geblieben, haben den QR-Code eingescannt, um sich zu merken, wer wir sind, haben Flyer mitgenommen. Da ist wirklich großes Interesse dran. Ich weiß nicht, ob unsere Stimme laut genug ist. Es gibt so viel Ablenkung, aber ich möchte, dass unsere Stimme laut genug wird. Ich denke, es ist wichtig, dass wir jetzt handeln, dass wir jetzt tätig werden. Ich habe gerade vor ein paar Tagen auf der BBC-Webseite gelesen, dass der Klimawandel noch viel schneller vonstatten geht, als die Experten vorhergesagt hatten. Das heißt, alles geht noch schneller den Bach runter, als wir dachten. Diese Botschaft von Stille, von einer alternativen Lebensweise, die müssen wir rüberbringen. Da bin ich ganz leidenschaftlich. Ich selbst habe keine Kinder, aber ich möchte nicht, dass die Kinder anderer Menschen in einer Welt aufwachsen, die so verändert ist. Wir müssen schnell handeln. Was denken die anderen dazu? Macht ihr Big Sits in euren lokalen Sanghas? Hier in Newcastle tun wir das noch nicht. Wir sind ein ziemlich kleiner Sangha. Das ist etwas, worüber wir schon nachdenken, aber noch nicht getan haben. Aber wenn ich über die Ausgangsfrage nachdenke, denke ich, ja, da ist ein Gefühl von Dringlichkeit und trotzdem müssen wir langfristig denken. Wir müssen eine Veränderung in der Gesellschaft hervorbringen. Und wir können das in kleinen und in großen Weisen tun, weil wir in Newcastle nur ein kleiner Sangha sind. Ist vieles dessen, was wir tun, ist, dass wir uns gegenseitig erst einmal unterstützen und kleine Dinge in unserem buddhistischen Zentrum anbieten. Es ist wie die Schichten einer Zwiebel. Wir führen unsere Praxis immer weiter, wir vereinfachen unser Leben immer weiter und es gibt kein Ende. Wir können immer weiter überlegen, wie kann ich noch weniger verwenden, noch weniger konsumieren, noch einfacher leben? Wie kann ich die Menschen in meiner Umgebung in dieser Hinsicht beeinflussen, eine Wirkung auf dir haben? Und eine andere Sache, an die ich dachte, ist Dankbarkeit. Für mich ist das eine der Weisen, wie ich einfacher leben kann, wenn ich dankbar bin für all die vielen kleinen Dinge, die wir haben. Die Tatsache, dass wir im Moment in einer friedvollen Gesellschaft leben, dass wir noch Zugang haben zu unberührter Natur, auch wenn es viel Artensterben gibt, dass wir wirklich dankbar sind für das, was wir noch haben. Und das kann viel in Bewegung setzen, dieses Gefühl von Dankbarkeit. Denn die Neigung ist, dass wir in Überwältigung, in Verzweiflung kippen. Und es ist wichtig, dass Dankbarkeit mir hilft, dem ein Gegengewicht zu setzen. Es hilft mir, mich selbst zu
zu stärken, zu festigen. Was denkst du dazu, Manuel? Wir in Berlin haben auch noch keinen Big Sit gemacht. Wie Buddha Sevaka sagte, haben wir unsere Gruppe im Frühling erst gegründet, indem wir teilgenommen haben an einer Gehmeditation, die von Extinction Rebellion organisiert wurde. Und daraufhin haben wir uns als Gruppe, als Triratna Earth Sangha Gruppe konstituiert. Und im Moment sind wir noch in der Phase, wo wir versuchen herauszufinden, was das bedeutet. Und das ist das Stadium, in dem wir sind, uns als Gruppe zu finden und herauszufinden, was wir möchten. Zu deiner Frage bezüglich Stille, Schlichtheit und Genügsamkeit, ja. Wenn ich mein eigenes Leben anschaue, was ich dazu beitragen kann. Manchmal bin ich ein bisschen verwirrt. Also das, was du vorhin gesagt hast, dass es nicht um Lösungen geht, das hat mich ein bisschen verwirrt. Denn von einem Blickwinkel von Aktivismus, wenn wir uns das aus dharmischer Sicht anschauen, da geht es ja darum, Dinge etwas leichter zu nehmen, weniger eng zu sein, offener zu sein. Vielleicht war das, was du zum Ausdruck bringen wolltest, Lou. Und damit kann ich mitschwingen. Aber ich möchte auch Lösungen hervorbringen. Wir brauchen Lösungen, weil die Situation so dringlich ist. Meine persönliche Sicht ist, dass der Dharma, Dharma-Studium, mit anderen im Earth Sangha zusammen zu sein, dass mir das wirklich hilft, neue Sichtweisen zu finden und weiterzumachen. Buddha Sevaka hatte vorhin erwähnt, dass ich Gewerkschafter bin und ich brauche eine Quelle von Energie, von Weisheit, um diese Arbeit weiterzuführen. Nicht nur mit meiner Gewerkschaftsarbeit, sondern überhaupt in irgendeiner Form aktiv zu sein für die Gesellschaft. Es gibt so viele Krisen in der Welt. Es ist leicht, in Verzweiflung zu rutschen, zynisch zu werden. Und für mich ist der Dharma-Kontext etwas, was mich sehr nährt. Lou, möchtest du nochmal erklären, was du gemeint hattest mit keine Lösungen? Ja, natürlich suchen wir nach Lösungen. Das ist wahrscheinlich die dritte unserer drei Fragen. Was muss als nächstes in der Welt passieren? Und es gibt fantastische TED-Vorträge von Al Gore, der alle möglichen Vorschläge hat. Und viele andere Leute haben das auch. Aber wenn wir jetzt diesen persönlichen Blickwinkel nehmen, wenn du glaubst, dass du als Individuum die Lösungen finden kannst, ist das gefährlich. Und ich war an dem Punkt, wo ich dachte, ich muss jetzt was tun, ich kann hier eine Lösung finden. Und nein, das kann ich nicht. Ich kann das absolut nicht. Aber was ich kann, ist zu dem Tröpfchen für Tröpfchen für Tröpfchen beitragen. Wir wissen nicht, wann all diese einzelnen Tropfen zu einer großen Lösung führen werden. Aber wenn wir das ernst nehmen, wenn wir wirklich an das glauben, was wir tun, die Arbeit, die wir in der Gesellschaft tun, unsere berufliche Arbeit, wenn wir davon überzeugt sind, dass das wirklich gut ist, positiv ist, dann werden unsere Tropfen, unsere vielen Tröpfchen, die wir beitragen, dann könnte das zu einer Lawine sich auswachsen und das könnte morgen passieren. Und als Einzelperson wäre es für mich eine Verschwendung meiner Energie, wenn ich versuchen würde, das zu beschleunigen oder wenn ich das Gefühl hätte, ich muss wissen, wann die Lösung da ist. In unserem Tun haben wir eine positive Wirkung auf die Menschen um uns herum. Ich wirke mit bei einer unserer Abendveranstaltungen in unserem Zentrum in Manchester. Ich
Und auf dem Weg zum Zentrum, wenn ich dahin gehe, dann... Sorry, ich habe das nicht verstanden. Was ich sagen will, ist, ich kann nur ein Einfluss auf meine Nachbarn, auf meine Bekannten sein. Ich kann sie nicht verändern, aber ich kann Einfluss auf sie nehmen. Und die vielen einzelnen Einflüsse, die wir selbst nehmen, werden einen Unterschied machen, werden eine Wirkung haben. Ich bin sicher, dass wenn wir jetzt das Richtige tun, gute Samen säen, dann werden die Menschen um uns herum das aufgreifen. Und das wird weitere Wellen schlagen. Manchmal sehen wir, dass es bestimmte Dinge gibt, über die man sich jahrelang, wo man sich engagiert und keiner hört es, und plötzlich wird es ein großes Thema und alle hören es und eine schlechte Praktik wird beendet. Und ich glaube, dass das mit immer mehr Themen passieren kann. Manchmal fühlen wir uns mit unseren einzelnen Aktionen sehr klein und ich denke, das ist, wo es wichtig ist, uns zusammenzutun. Und vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, zur zweiten Frage überzugehen. Was können wir als Orden, als Bewegung, als Triratna-Bewegung machen, kollektiv? Ich glaube, ich werde als erstes mal die ganze Prämisse dieser Frage in Frage stellen. Kann man sagen, dass wir als Orden oder als Triratna-Bewegung etwas gemeinsam machen können? Wir versuchen, eine spirituelle Gemeinschaft zu sein, keine Gruppe. Also eine spirituelle Gemeinschaft ist eine freie Zusammenkunft, freier Zusammenschluss von Individuen. Es ist also sehr schwierig zu sagen, was denkt der Orden oder was ist die kollektive Sicht der Triratna-Bewegung, das funktioniert einfach nicht mit dem Modell, was wir haben von spiritueller Gemeinschaft als freiem Zusammenschluss von unterschiedlich denkenden Menschen. Aber ich denke, dass wir uns innerhalb dieser Gemeinschaft mit Menschen zusammenschließen können, die die ähnliche Sorgen sich machen und die ähnliche Wunsch haben, so einzelne Tropfen zu sein, die zu einer Lawine führen. Jede und jeder von uns muss auf der Basis ihrer eigenen Praxis entscheiden, unsere eigenen Überzeugungen entscheiden, was richtig ist, was wir tun möchten. Ich glaube nicht, dass wir warten können, bis der gesamte Orden oder die gesamte Triratna-Bewegung zu einem kollektiven Standpunkt findet. In der Gesellschaft kennen wir das, dass große Gruppen von Menschen eine gemeinsame Position haben, wie politische Parteien oder so. Aber in einer spirituellen Gemeinschaft ist das nicht so einfach. Und wenn ihr versuchen würdet, von dem gesamten Orden weltweit eine kollektive Position zu kriegen, egal zu welchem Thema, ihr würdet sie nicht finden. Inspiration from some stuff I've been reading about the Climate Majority Project, which has a very clear, it's on the moderate flank of XR, and it's a very Ich habe Kontakt mit einem Modell der Veränderung, was von einer Gruppe in UK organisiert wird, und eines der Dinge, über das die sprechen, hat mit Wahrhaftigkeit zu tun. Die Wahrhaftigkeit, die Wahrheit der Tatsache von Klimawandel. Ich denke, als Orden oder als Triratna-Bewegung haben wir vielleicht nicht alle die gleichen Meinungen über die richtigen Strategien, aber wir können alle die Wahrheit sprechen, die Wahrheit so, wie sie erkennen. Etwas anderes, worüber Sie sprechen, ist eine Kultur von Gewahrsein und von Resilienz. Und ich denke, da spielen unsere Zentren eine Rolle. Menschen kommen in buddhistische Zentren, um Zuflucht zu suchen.
Zuflucht vor dem Materialismus der Gesellschaft um uns herum. Viele der Praktiken, die wir lehren, haben mit Gewahrsein zu tun und darüber resilienter zu werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir über solche Standpunkte uns nicht einig würden. Ich würde denken, all unsere Zentren tun das. Das ist der Grund, warum wir buddhistische Zentren haben, Gewahrsein zu entwickeln. Individuelles Gewahrsein und ein breiteres Gewahrsein. Und um Resilienz, innere Kraft aufzubauen. Ja, ich hatte letztens mit Padmavajra ein Gespräch. Und er sagte, unser Dienst an der Menschheit ist zu praktizieren und den Dharma zu verbreiten. Und ich möchte absolut sagen, dass ich das auch so sehe, dass das alles wichtig ist, Gewahrsein zu lehren, Selbstgewahrsein zu lehren. Und da sind wir uns einig. Aber von dort zu einer kollektiven Position zu tatsächlich inhaltlichen Fragen zu kommen, ist nochmal ein ganz anderer Schritt. Was wir tun in unseren buddhistischen Zentren ist, Gewahrsein zu lehren, Selbstreflexion zu lehren. Wir stärken Menschen darin, sich selbst gewahr zu werden, sodass sie zu ihren eigenen Positionen finden können. Aber manchmal finden sie auch zu unterschiedlichen Positionen. Und es ist wegen des Ordens, dass wir jetzt hier zusammen sitzen und dieses Gespräch führen. Und ich finde das toll, dass ihr es geschafft habt, in so vielen unserer Triratna-Zentren, Triratna-EarthCon-Gruppen zu gründen. Wir haben hier einige verschiedene Aktionen bei uns gemacht, in unserem Teil des Landes. In unseren Zentren, meine ich. Es gab sehr schöne Pujas, die wir gemacht haben zu Buddhas und Bodhisattvas, Bodhisattvas gemacht hat. Und wir waren draußen, als wir das gemacht haben, in der Natur. Und schon einfach zu praktizieren, sowas wie Puja oder Meditation in der Natur, das ändert uns schon, das hat eine Wirkung auf uns. Und ich habe schon darüber gesprochen, dass ich in diesem Netzwerk der Arbeit, die wiederverbindet, bin. Und ich glaube, das hat eine große Wirkung. Wir sind Teil von religionsübergreifenden Vereinigungen, wo wir dann interreligiös mit verschiedenen Religionen zusammen praktizieren. Wir haben uns zum Beispiel vor das Sheffield Rathaus gesetzt und wir fangen an, uns zu koordinieren in anderen Veranstaltungen, Protestveranstaltungen verschiedener Weise. Das heißt, ja, wir treffen uns in unseren Mitra-Gruppen, wie immer, aber wir versuchen auch, diese Ausstrahlung auf eine sanfte Weise, eine Ausstrahlung in die Gesellschaft zu haben. Und ich glaube, der Earth Sangha hat eine wichtige Rolle gespielt. Kann ich dazu was sagen? Warum, Akasharata, warst du einer der Mitbegründer des Triratna Earth Sanghas? Ich habe den nicht begründet. Ich war nur einer von verschiedenen, die sich zusammengeschlossen haben. Und ich möchte absolut nicht den Eindruck erwecken, dass wir solche Dinge nicht haben sollten wie den Triratna Earth Sangha. Alles, was ich sagen will, ist, dass der Triratna Earth Sangha nicht für den ganzen Orden sprechen kann. Ich wollte einfach nur da präzise sein. Also die Frage ist nicht, wie wir als Orden oder Bewegung damit umgehen, sondern wie wir im Orden und in der Bewegung damit umgehen. Ich bin ein ziemlich junges Ordensmitglied, bin erst vor 2 Jahren ordiniert worden.
Und ich war der Meinung, oh bestimmt, alle Ordensmitglieder, ausnahmslos, wir sind auf meiner Seite und sehen die Welt so, wie ich sie sehe. Und ich war ein bisschen schockiert, dass das nicht so ist. Und ich möchte das nicht politisieren. Aber manchmal habe ich das Gefühl, eigentlich haben wir doch gar keine Wahl. Ich werde sicherlich bei der nächsten Wahl für die Grünen wählen. Ich hoffe, ich kriege keinen Ärger, wenn ich das jetzt sage. Unser buddhistisches Zentrum hat uns gesagt, dass wir sie nicht möchten, dass wir, wenn wir lehren, politisieren, dass wir politisch sprechen. Es ist Teil unserer Aufgabe als Ordensmitglieder in unserem Zentrum, dass wir nicht politische Statements machen. Aber wird es einen Punkt geben, wird es eine Zeit geben, wo wir auch das ändern müssen? Wenn in der Weltpolitik verschiedene Sachen passieren und wir uns dann nicht in irgendeiner Form mit anderen Menschen zusammenschließen, die bestimmte Standpunkte einnehmen, das ist, wo der Triratna Earth Sangha ins Spiel kommt, weil wir können als Triratna Earth Sangha bestimmte Statements machen. So wie du habe ich sehr lange im Orden gedacht, dass wir alle im Orden linksliberal Konsens haben. Und ich war dann überrascht zu merken, dass das nicht so ist, dass es ein ganzes Spektrum von politischen Ansichten im Orden gibt und auch innerhalb der Triratna Gemeinschaft. Wir können also nicht sagen, wir glauben alle das Gleiche, nicht auf politischer Ebene. Aber ich denke, der Triratna Earth Sangha ist unter anderem dafür da, dass wir da einen Standpunkt einnehmen können. Und wir haben einen Aktivismus entwickelt, der fest auf dharmischen Prinzipien beruht. Wir sind nicht konfrontativ, wir sind nicht polarisierend. XR Rebellion Buddhists sind eine tolle Gruppe, aber sie polarisieren. Und manchmal finden sie auch, machen sie Aktionen, die durchaus polarisieren oder zu heftigen Gefühlen von Aversion führen. Aber wir können uns nicht freisprechen von unserer eigenen, unserem Commitment, unserer Verpflichtung zur Ethik, unseren ethischen Prinzipien gegenüber. Ich war bei dem ersten Treffen der XR Buddhists und da habe ich gesagt, ich möchte, dass wir in Körperrede und Geist gewaltfrei sind. Und alle sagten, ja, ja, klar. Aber wenn eine Gruppe kollektiv was macht, funktioniert das nicht immer. Aber wir als Individuen können uns dazu verpflichten, in Körperrede und Geist gewaltfrei zu bleiben. Ich habe das Gefühl, dass die Extinction Rebellion Buddhisten durchaus rausgehen und konfrontative Dinge tun, Aktionen machen. Das ist mehr die, genau, XR-Bewegung im Allgemeinen, die konfrontativ ist, aber die XR-Buddhist gehen etwas sanfter voran, ein bisschen vorsichtiger, weniger konfrontativ. So what did you think of that XR offshoot then, Helen? Was it, do you reckon it's got some legs? Well, I just wanted to bring Manuel in because I don't know whether you had anything specific to say about Manuel. Ich wollte Manuel fragen, ob er dazu ein bisschen was sagen möchte. Well, yes, as I said, I think the question is which topics we raised within the movement. Eine Sache, die ich denke, ist, dass es wichtig ist, welche Themen wir in unserer Bewegung auf den Tisch bringen. Also ich weiß zum Beispiel, bei uns hier in Berlin ist es ziemlich üblich, dass wir Leute mal für ein, zwei Wochen nach England fliegen. Und ich frage mich, wie viel CO2
wir freisetzen nur für diesen Retreat-Tourismus. Vielleicht ist das eine spezielle deutsche Situation. Wir werden bald unser eigenes Retreat-Zentrum haben. Vielleicht ändert das noch Dinge. Ich sage das nur, weil das was ist, was mich schon länger beschäftigt und stört und wo ich nicht sicher bin, was ich darüber denken soll. Denn natürlich gibt es gute Gründe, an Retreats teilzunehmen, auch die weiter weg sind. Und von Berlin nach England ist es schwierig, mit Bus oder Zug nach England zu reisen. Es ist teurer, es kostet mehr Zeit. Das ist nur ein Beispiel. Akasha Raja hat darüber gesprochen, von nicht politischen Standpunkten zum Klimawandel. Und ich denke, naja, was soll das sein? Irgendwie ist das alles am bestimmten Punkt politisch. Wir müssen erstmal definieren, was wir mit politisch meinen. Aber es gibt einen Punkt, wo wir gezwungen sind, einen Standpunkt einzunehmen. Der Standpunkt, den wir einnehmen, sollte auf unserer Praxis des Dharma Fundi-Design gegründet sein, nicht auf einem politischen Standpunkt. Und natürlich wäre es ein totales Missverständnis zu sagen, Buddhist zu sein heißt, dass wir nie einen Standpunkt einnehmen zu gesellschaftlichen Fragen. Das wäre natürlich Unsinn. Natürlich nehmen wir einen Standpunkt ein. Aber wir nehmen nicht einen Standpunkt ein, weil wir einer bestimmten Partei angehören. Wir polarisieren nicht mit Menschen, die andere Standpunkte haben. Wir gründen uns auf dem Dharma. Ich möchte nochmal über das Fliegen sprechen. Und ich kenne deine Gefühle, Manuel. Auch ich finde es schmerzhaft zu sehen, wie viel in unserer Gemeinschaft, wie viele Menschen fliegen. Aber ich habe vor, 2025 nach Indien fliegen zu unserem internationalen Ordenskonvent. Ich tue das nicht leichtfertig, aber ich wäge ab zwischen dem Schaden, der dadurch verursacht wird, und dem Nutzen, den es hat, als Orden gemeinschaftlich zu praktizieren, geeint zu bleiben, dass es so ein wichtiger wird, dass wir als Orden geeint bleiben, dass ich das deswegen tun werde. Und manchmal müssen wir so Abwägungen treffen. Auch ich muss die ganze Zeit solche Abwägungen treffen, wenn es zum Beispiel darum geht, wie viel Plastik wir verwenden. Es gibt bestimmte Dinge, die ich vermeiden kann, und manchmal gibt es Momente, wo ich merke, okay, zum Beispiel organisieren wir diese Konferenz, wir sind in den sozialen Medien aktiv und sichtbar, und dafür muss ich einen Laptop haben, der Plastik enthält. Ja, wenn ich ganz radikal auf alles Plastik verzichten würde, dann könnte ich viele der Dinge, der guten Dinge, die ich tue, nicht mehr tun. Und das sind so Abwägungen, die wir die ganze Zeit treffen müssen. Aber auch ich habe Schwierigkeiten mit Fliegen. Ich weiß nicht, ob es jemals möglich sein wird, Flüge fliegen, wirklich klimaneutral zu machen. Vielleicht entwickeln wir da noch etwas, dass wir andere Treibstoffe entwickeln, aber es ist sehr unsicher, ob das gelingen wird, dass es jemals grünes Fliegen geben wird. Vielleicht ist das wieder etwas, wo wir Kompromisse schließen müssen. So wie du es gesagt hast, Akasha Raja, wenn wir wirklich wichtige, gute Dinge in der Welt bewirken möchten, dann müssen wir manchmal reisen müssen, auch ferner Reisen machen müssen, um uns mit anderen zusammentun zu können. Manuel, ich weiß nicht, ob du in Berlin, ob dir das auch so geht, dass du siehst, da sind viele Leute, die Fernreisen machen, die hin und her fliegen in andere Länder. Wie siehst du das? Kannst du sehen, dass es sich um eine Abwägung handelt, eine Abwägung verschiedener Werte, die man gegeneinander abwägen muss? Wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, ist es ganz schön schwierig,
Es ist wirklich schwierig, Fliegen und andere Dinge, die wir tun, wirklich zu kompensieren. Es ist sehr schwierig, in der Welt zu sein, ohne diese Dinge zu tun. Ich selbst versuche, auf Flugreisen zu verzichten, aber ich habe keinen absoluten Entschluss getroffen, nie wieder zu fliegen. Man muss bei jeder Entscheidung tief nachdenken. Plastik ist ein Thema, was mich wirklich wurmt. Meine Partnerin sagt mir das. Ich weiß nicht, ob sie recht hat. Gibt es irgendeine Art Fisch, der Plastik konsumiert und das verändert? Nein, es ist eine Art Bakterium, was die entdeckt haben, was tatsächlich Plastik abbauen kann. Solche Sachen sind wichtig. Ja, wir sind dabei, den Planet mit Plastik zu zerstören. Und wenn wir tatsächlich, wenn es tatsächlich möglich ist, dass wir Bakterien finden, die das tatsächlich wieder abbauen können. Es geht um verschiedene Sachen. Es geht darum, uns selbst zu informieren und andere zu informieren. Das andere ist zu verstehen, wie sich Wandel wirklich vollziehen können, wo wir in diesen Wandel eine buddhistische Sicht einbringen können, wo wir Teil einer breiteren Kultur werden können und darauf Einfluss nehmen können. Darum es gibt sehr gut ausgearbeitete Theorien des Wandels, wie Wandel in sehr großen Systemen passieren kann. Das wird aber nur funktionieren, wenn eine große Mehrheit dahinter steht. Und es geht nicht nur darum, dass wir selbst bestimmte Dinge gut tun, sondern wir müssen wirklich andere beeinflussen im großen Stil. Und da hilft es nicht, wenn wir polarisieren. Und in unserer, wir als BuddhistInnen haben wir den Vorteil, dass wir lernen, wie können wir zuhören, wie können wir empathisch zuhören, wie können wir Menschen zusammenführen, in Verbindung miteinander bringen, wie können wir eine Gemeinschaft aufbauen, eine Mehrheit in der Gesellschaft finden, die wirklich diese Art von Wandel möchten. Das ist ein Riesenprojekt, aber das ist für mich Teil dessen, was wir als Buddhistinnen beitragen können. Ich habe einen Blick auf die Uhr. Okay, noch ein Thema. Ich möchte nochmal bei dieser Frage von vorhin sprechen. Geht es darum, Lösungen zu entwickeln? Geht es darum, eine Mehrheit in der Gesellschaft zu finden, die diesen Wandel möchte? Aber selbst wenn wir davon, Entschuldigung, ich kann das nicht verstehen gerade. Selbst wenn wir merken, dass dieser große Wandel sich nicht vollziehen wird, dass die Gesellschaft als Großes nicht ihren Kurs wechselt, dann haben wir immer noch, wir als spirituelle Gemeinschaft, eine Rolle, die wir spielen können. Sarah hat das einmal in einem Vortrag gesagt, wo sie sagte, wir wissen nicht, ob das, was wir tun, ob wir sozusagen die Sargträger der Menschheit sind oder ob wir die Hebammen sind einer neuen Welt, die hervorkommt.
gebracht wird. Deshalb, selbst wenn wir nicht wissen, ob dieser große Wandel sich vollziehen wird, ob es jemals eine große Lösung geben wird, im Kleinen jetzt spielen wir unsere Rolle, tun, was wir können. Also, was Buddha Segevaka sagte, war herzlich willkommen zurück von den Gruppen. Ich glaube, ihr seid jetzt alle zurück. In unserer Gruppe hatten wir ein wirklich gutes Gespräch. Und vielleicht könnte jede Gruppe kurzes Feedback geben, was so die Themen eurer Gruppe waren, was in eurer Gruppe gesagt wurde. Wäre schön, wenn aus jeder Gruppe eine Person vielleicht ein bisschen das zusammenfassen könnte. Ich kann was über unsere Gruppe sagen, wenn ihr möchtet. Wir hatten einen wirklich guten Austausch. Sehr unterschiedliche Gefühle, die da im Raum waren. Besorgtheit, Verzweiflung, einige Fragen zum Thema der Ethik des Fliegens, wie wir da unsere individuellen Konflikte um dieses Thema manchmal haben, unsere Fragen. Menschen haben darüber gesprochen, was sie persönlich tun, wie zum Beispiel auf ein Auto verzichten. Wie sie versuchen zu vermeiden, Fernreisen zu Fernreisen zu haben. Die Entwicklung von Mitgefühl war ein Thema, wie wir es schaffen, Mitgefühl in uns zu entwickeln. Wir haben über Mitgefühl gesprochen, wie wichtig es ist, auch selbst Mitgefühl zu tun, realistisch zu sein, Mitgefühl zu haben dafür, dass wir manchmal nicht das Richtige tun, wie wichtig es ist, sich den schwierigen Gefühlen mit Wärme und Zärtlichkeit zuzuwenden, auch Gefühle wie manchmal Scham. Dass es wichtig ist, nicht das Mitgefühl für uns selbst zu verlieren. Denn viele von uns finden es auch nicht leicht zu erkennen, wo wir selbst vielleicht nicht so handeln, wie wir es gerne möchten. Und dieser Kampf, das ist der Boden unserer Praxis, das ist, wo unsere Praxis stattfindet. Und in dieser Praxis und auch Unzulänglichkeit mit Wärme und liebevoll mit uns selbst umzugehen. Denn es ist nicht leicht, sich diesen schwierigen Gefühlen zu stellen. Also wir haben sowohl über unsere Emotionen gesprochen, als auch über praktische Dinge, die wir tun. Vielleicht möchte jemand aus meiner Gruppe was noch hinzufügen. In meiner Gruppe haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass man bei sich selbst anfängt, die Brahma-Viharas verwendet, positive Emotionen. Und von dieser Grundlage können wir dann ausstrahlen in unsere Umgebung, die dann wiederum weiter ausstrahlt. Und das fühlte sich sehr ermutigend an. Eine Person in der Gruppe sprach darüber, dass sie sehr überwältigt wurde und dass sie aus der direkten Aktion aussteigen musste, weil sie sich überwältigt fühlte. Und ich denke, der Vorteil, wenn wir diesen Kontext des Triratna Earth Sangha haben, ist, dass wir eben nicht in diesen Burnout gehen, dass wir für uns selbst Ressourcen hier haben, uns selbst nähren können und kräftigen, stärken können, dass wir in guter Gesellschaft sind.
und aus der Kraft, die wir aus dieser Gemeinschaft erfahren, dann auszustrahlen in die Welt. Ich will nicht den Eindruck vermitteln, dass ich alles perfekt mache oder dass ich alles richtig mache. Das ist so ein naher Feind von Idealismus. Ich will nicht ein Missionar sein, ein Prediger. Ich möchte durch mein Vorbild inspirieren. Und die Menschen können etwas von mir lernen. Meine Kinder können bestimmte Dinge an mir wahrnehmen und sich davon anstecken lassen. Und das wirkt dann wieder auf ihre Freunde. Ich möchte zusammenfassen, worüber wir in unserer Gruppe gesprochen haben. Erst haben wir darüber gesprochen, tu was Gutes, was Sinnvolles und sprich darüber. Es ist wichtig, darüber zu reden, was wir tun in unserem privaten Leben an Positivem. Und das Zweite war, nutze deine Praxis, um wirklich dich ja selbst zu stärken und in die Welt auszustrahlen. Wir waren die zweite deutsch sprechende Gruppe. Wir haben das Gespräch weitergeführt über die Frage, kann Triratna als Ganzes einen Standpunkt einnehmen oder nicht? Und wir waren uns alle einig, dass Triratna keine Organisation ist, die klare Standpunkte formulieren könnte, politische Standpunkte. Aber wir in unserer Gruppe fühlten uns so alle sehr besorgt über Dinge, die in der Gesellschaft und im Klima passieren, und dass wir gerne hätten, dass wir in unserer Bewegung mehr Gewahrsein dafür schaffen. Und wir haben uns darüber ausgetauscht, wie können wir diese Themen ansprechen? Können wir zum Beispiel die Frage über Fliegen, den Sinn des Fliegens, kann man auf eine sehr polarisierende Weise stellen? Wie kann man das auf eine hilfreichere Weise tun? In the Sangha. And well, we came back to I think it was last year's conference when Sarah. Wir haben uns auch erinnert an die Triratna Earth Konferenz letztes Jahr, als Sarah über vier Arten von Aktivismus gesprochen hat. Es waren Konfrontieren, Fürsorge, Bewusstsein entwickeln, Gewahrsein, ganz verschiedene Arten und Weisen, wie man aktivistisch unterwegs sein kann. Dafür muss man nicht immer auf einer Straße sitzen, sondern indem man, das ist eine Weise, man kann Teil von Extinction Rebellion sein, aber es gibt ganz andere Weisen, im Alltag sein Leben zu ändern und zu kommunizieren. Nicht jeder kann ein Aktivist auf der Straße sein. Aber jede und jeder von uns kann reflektieren, was kann ich jetzt in meinem Leben hier und jetzt tun, was einen positiven Einfluss hat. In unserer Gruppe haben wir auch über den tausendarmigen Avalokiteshvara gesprochen. Ich zum Beispiel könnte mich nicht auf die Straße setzen oder bei einer Demo teilnehmen durch meine gesundheitliche Situation. Das ist nicht etwas, was ich tun kann, aber ich kann Präsenz in sozialen Medien zeigen, was wiederum andere vielleicht nicht tun können oder möchten. Ich kann Webseiten kreieren. Ich kann Vorträge online halten. Ich denke, nicht jede und jeder von uns muss alles können. Wir müssen nicht auf die gleiche Weise aktiv sein. Yeah.
just move forward positively. Von der Basis unserer buddhistischen Praxis kann jede ihre eigene Weise finden, zu wirken. Wir haben in unserer Gruppe über Wut gesprochen, über Ärger. Wir hatten eine interessante Unterhaltung darüber, wie wir manchmal Wut oder Ärger erfahren, aber das Gefühl haben, das dürfen wir nicht fühlen als BuddhistInnen. Wir haben dann die Unterscheidung getroffen zwischen Ärger oder Wut und Bösartigkeit. Und manchmal kann Ärger vielleicht als wie so eine Art physische Energie auch ganz positive Prozesse in Gang setzen. Aber Böswilligkeit, Übelwollen ist niemals hilfreich. Übelwollen ist wirklich eine destruktive Geistesverfassung. Und Übelwollen und Wut ist nicht dasselbe. Und wenn wir Ärger oder Wut empfinden, können wir vielleicht lernen, das auf eine Weise zu kanalisieren, die hilfreich ist, die Positives in Gang setzt, statt zu schaden. Das war eine ganz interessante Unterhaltung. Vor allem diese Differenzierung zwischen Ärger oder Wut und Aversion oder Übelwollen. Wir haben auch gesprochen über Virya, Energie, dass wir auch manchmal wütende oder ärgerliche Gefühle in Virya verwandeln können, kanalisieren können. Und was auch hilfreich ist, ist nicht zu sagen, ich bin wütend auf dich, sondern wahrzunehmen, oh, da ist gerade Wut oder Ärger aufgetaucht. Und das zu versuchen, in etwas Positives überzuführen. Es ist wichtig, dass wir Meditation üben, dass wir Ethik üben, damit wir dann in die Welt positiv auswirken können. In unserer Gruppe haben wir über gewohnheitsmäßige Reaktionen gesprochen, über die Lehren zum Thema der Lücke zwischen Vedana und Krishna. Das trifft dann auch auf Wut zu. Wenn wir merken, dass unsere Reaktion sehr oft Wut ist, dann die Praxis zu entwickeln, wo wir in der Lage sind, von unserer Wut einen Schritt zurückzutreten, genauer hinzuschauen und wahrzunehmen, wie der entsteht und wo vielleicht man anders handeln könnte oder anders. Und wir sprachen über eine Radiosendung vor ein paar Tagen, wo jemand im Radio sagte, dass das Hilfreichste, was wir tun können, was die Israelis hätten tun können angesichts der Aggression der Hamas, und dass das Hilfreichste, was man tun kann, sind Handlungen der Güte, was sehr kontraintuitiv ist. Und ich erinnere mich auch etwas, was Jenny heute Morgen in ihrem Vortrag gesagt hat. Wir alle, Entschuldigung, das konnte ich nicht nachvollziehen, weil ich bei dem Vortrag heute Morgen nicht dabei war. Wir haben das Gefühl, dass um uns herum wirklich sehr viel Chaos herrscht, aber unsere Lehre über die Lücke kann uns wirklich helfen, innezuhalten und zu spüren, was in unserem Geist passiert. Shantigarbha, ich erinnere mich, dass du in deinem Buch auch über Wut und wie wir damit umgehen können, was geschrieben hast. Vielleicht möchtest du was sagen. Ja, Kashyapa Raja hat das schon vorhin im Grunde genommen angedeutet. Mach dir klar, dass es einen Unterschied gibt zwischen Ärger
und Übelwollen. Übelwollen ist immer negativ, weil es ist, dass man anderen Böses wünscht. Aber Ärger kann einfach Energie sein, die sich machtvoll bahnbricht, die hervorbricht. Und ein plötzliches Hervorbrechen von Energie, können wir uns fragen, okay, wo kommt das her? Was ist die Motivation? Was ist der Wert, der dahinter steht? Vielleicht ist da ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit, eine Sehnsucht nach Fairness. Es kann auch eine Sehnsucht nach Mitgefühl sein. Wir möchten das Mitgefühl in der Welt, fließt und rauszufinden, wenn wir merken, dass wir ärgerlich werden, rauszufinden, wo kommt das her und wo ist der positive Same darin. Wir können Ärger nicht einfach unterdrücken. Für mich jedenfalls funktioniert das nicht. Stattdessen versuchen, in dem Ärger das Leben zu finden, das Lebendige, das, der positive Keim, der dahinter steckt. Das kann uns ganz viel Energie geben, eine feurige Energie. Und da ich jetzt schon mal spreche, möchte ich noch einmal sagen, ich habe sehr mich gefreut, dass du den tausendarmigen Avalokiteshvara vorhin erwähnt hast, denn so sehe ich uns hier auf dem Bildschirm. Es ist ein Zusammenführen verschiedener Arme von Menschen, die wirklich Interesse haben an den Krisen der Welt. Und was wir tun können, ist miteinander sprechen, uns gegenseitig erzählen, was wir tun, sodass dass dieser Arm weiß, was der Arm auf der anderen Seite tut. Wir müssen nicht das Gleiche tun. Wir können ganz unterschiedliche Dinge tun, aber wir gehören zum gleichen Organismus, indem wir uns davon erzählen gegenseitig. Und ich möchte auch gerne von euch hören, was findet ihr einfach, was findet ihr wirklich schwierig? Auch darüber können wir uns austauschen. Was findet welcher Arm schwierig? Vielleicht gibt es manchmal mehrere Arme, die sich zusammentun, um eine Tür zu öffnen, aufzustoßen. Wenn zum Beispiel ein buddhistisches Zentrum sich entscheidet, hier nachhaltiger zu werden, da können wir zusammenwirken. Wenn irgendjemand in eurem lokalen Zentrum ein Earth Sangha aufbauen möchte, dann schickt mir bitte eine E-Mail. Bitte kontaktiert mich und ich kann euch dabei unterstützen. Ich schreibe meine E-Mail in den Chat. Es ist so wichtig, dass wir das tun. Wir haben Essen und Berlin in Deutschland und Sheffield in England. Das sind ganz aktive kleine Trigatna Earth Sanghas. Ich glaube, es gibt auch eine Gemeinschaft von Spaniern, in spanisch sprechenden Trigatna Menschen. Und wie schon Helen sagte, wir haben Werkzeuge zur Verfügung. Wir wissen, wie wir mit uns selbst arbeiten können, wie wir selbst an unserer positiven Emotion arbeiten können, wie wir Ärger umwandeln können oder die positive Energie im Ärger zum Wohle anderer verwenden können. Wir haben so viele Werkzeuge. Ich selbst persönlich habe manchmal die Neigung, in Nihilismus abzurutschen, und dann meine Partnerin hilft mir zu sehen, nein, da ist so viel Positives, es wird okay sein. Mich aus Hoffnungslosigkeit rauszuholen. It's not a lost cause, which I sometimes quite often need to be reminded about.
Es ist für mich wichtig, dass meine Partnerin mich immer wieder daran erinnert, dass nicht alles verloren ist, dass da Hoffnung ist. Wahrscheinlich muss ich mehr Metta Bhavana üben. Sorry, I was just wondering if we heard from both of the German groups. I think we've heard from one of them. Ich glaube, eine der beiden deutschen Gruppen hat noch nicht so viel gesagt. Nein, wir haben von beiden gehört. Sorry, Helen. No, I was just going to say, in a way, it was kind of echoing what Shanti Garba said. Ich möchte noch mal etwas wiederholen, was Shanti Garba schon gesagt hat. Diese Zusammenkünfte, die wir hier haben, wenn Menschen sind unendlich kreativ und wenn wir in Kontakt miteinander treten, dann finden wir unseren Weg. Wir suchen nach Möglichkeiten, kreativer und effektiver zu sein und so zusammenzukommen, uns auszutauschen, ist wirklich fruchtbar. Solche Konferenzen können dazu beitragen. Danke, dass ihr das alles organisiert, Menschen zusammenzuführen, sodass wir uns gegenseitig inspirieren können. Ich habe mich so inspiriert gefühlt von all den Dingen, die ich gehört habe, den Workshops heute und die Gespräche, die ich geführt habe. Und das nährt mich. Das nährt mich, meine eigene Kreativität in dem Finden kreativer Lösungen, die zu nähren. Danke, Helen. Gibt es noch jemanden, der etwas sagen möchte? Ich habe darüber nachgedacht, dieses Nichtwissen. Lou hat vorhin von der Lücke gesprochen, die Lücke. Und wenn ich mich im Angesicht der Klimakrise finde ich das sehr, sehr schmerzhaft oft. Und ich hatte den Gedanken in Bezug auf das, was du gerade gesagt hast, Bodhisattva, war der Gedanke, dass wir nicht genau wissen, welche Folgen unsere Handlung haben. Wir wissen es nicht wirklich. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringen wird. Wir wissen nicht, welche Zukunft wir hervorbringen werden. Und ich merke, dass ich gerne mich in Sicherheit wiege. Ich liebe es, mich sicher zu fühlen mit meinen gewohnheitsmäßigen Sichtweisen. Versuche ich, Sicherheit zu schaffen, statt zu sagen, dies ist schmerzhaft, aber ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird, zu dieser Unsicherheit zu stehen. Aber auch wenn ich nicht weiß, was die Zukunft bringen wird, oder vielleicht weil ich nicht weiß, was die Zukunft bringen wird, möchte ich jetzt in einer mitgefühlvollen, hilfreichen Weise handeln. Kann ich hinzufügen? Vielleicht hilft das. Ich habe Klimacafés im Internet gegoogelt und das Erste, was ich fand, war ein Projekt, das Klimarealitätsprojekt, hatte ich noch nie vorher von gehört. Es ist eine Gruppe, die, glaube ich, von Al Gore ins Leben gerufen wurde und sein Zugang scheint zu sein, Menschen zu informieren bezüglich Klimawandel. It's worth expanding your understanding so that you're not slipping back into, you know, the reactions that make you perhaps feel safe, but also und es ist wichtig, dass wir nicht in gewohnheitsmäßige Reaktionen zurückrutschen, nur um uns sicher zu fühlen. Ich hatte das Gefühl, dass diese Organisation gute Antworten hatte und
wirklich gute Informationsarbeit leistet. Es gibt auch eine Klimapsychologie-Allianz, die Ausbildungen anbietet. Ich möchte auf etwas eingehen, was Ethan vorhin gesagt hat. Also du sprachst davon, in dem nicht, mit dem Nichtwissen zu verweilen, nicht zu wissen, was die Zukunft bringt und trotzdem Vertrauen zu haben, dass was wir in der Gegenwart tun, eine Wirkung hat. Und ich dachte in dem Kontext an die Worte Optimismus und Pessimismus. Manche Leute würden sich als Pessimisten oder Optimisten betrachten, aber ich denke, keines von beiden ist wirklich buddhistisch, denn keines von beiden trägt Rechnung dem bedingten Entstehen. Wenn du ein Optimist bist, dann denkst du, ja, wird alles gut werden. Wenn du ein Pessimist bist, denkst du, nein, geht alles den Bach runter. Und das, was wir tun sollten, ist weder optimistisch noch pessimistisch zu sein, sondern auf bedingtes Entstehen zu vertrauen, zu verstehen, dass alles eine Wirkung hat, was wir tun, und darin Vertrauen zu finden. Das ist eine wirklich buddhistische Position, die wir einnehmen können. Und wir wissen auch nicht, was wirklich die Wirkungen sein werden. Es gibt noch das Dharma-Niyama. Wir wissen nicht, welche Wirkungen wir hervorbringen, ohne es vielleicht ermessen zu können. Als wir das erste Mal in Manchester einen Big Sit gemacht haben, da waren wir sehr viele Leute. Und da habe ich mich total gefreut. Wir waren über 30 Personen, aber als wir das öfter gemacht haben, wurden es immer weniger Menschen, die teilgenommen haben. Und ich hatte das Gefühl, oh Mann, wenn wir viel mehr Leute wären, dann hätten wir eine viel größere Wirkung. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, ich habe Vertrauen, dass selbst wenn wir nur wenige sind, dass das eine Wirkung hat. Manchmal sehen wir die Wirkung nicht sofort, aber wir können Vertrauen haben. Alles, was wir tun, hat Wirkung. Einen ganz praktischen Vorschlag, den ich machen wollte, könntest du... Ich habe das nicht verstanden. Entschuldigung. Könnten wir in unseren verschiedenen Gruppen und Zentren Klimacafés anbieten? Das ist der Vorschlag. Könntet ihr in euren lokalen Gruppen einfach Klimacafés anbieten, wo wir einfach mit Kaffee und Kuchen uns zusammensetzen und austauschen? Okay, die Zeit ist um. Vielen Dank euch allen. Es war sehr kostbar, von euch zu hören, mit euch zu sprechen, und ich wünsche euch Freude bei der nächsten Session. Bis bald. Die nächste Session ist ein Vortrag von Akupa in einer halben Stunde, der auch übersetzt werden wird ins Deutsche. Thanks everybody. Thanks, Buddha Sivaka. Thank you, Ron.